Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder bei Amazon unterwegs und zwar haben wir hier den High-End-Gaming-PC. Das sind nur die Specs von Systemtreff für 1457,90 €. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Bevor wir uns den PC anschauen, eben eine Sache. Das letzte Video war ja über Hightech, das kam sehr, sehr gut an. Man sieht es hier an den Stats, also viel mehr Wiedergabezeit und Aufrufe und auch Abos. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann mache ich das so einmal im Monat, weil dann schauen wir uns diese PCs halt an, nehmen die auseinander, also die Komponenten, schauen uns an, was da so drin ist und so weiter. Und dann mache ich das gerne, weil das scheint so einen Entertainment-Effekt bei euch zu haben. Ich will ja eher so aufklären, aber wenn ihr da so einmal im Monat Bock drauf habt, dann mache ich das natürlich. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Apropos Abonnenten, wenn ihr abonniert, habe ich eher die Möglichkeit, also je mehr Abos ich habe, habe ich halt die Möglichkeit, PC-Hersteller anzuschreiben und sagen, ey, schickt mir doch mal was. Hier im Hintergrund seht ihr auch ein paar Kartons. Das ist von Krotos, da habe ich jetzt zwei PCs bekommen, die kann ich mir jetzt demnächst mal anschauen. Das ist wie dieses Kreativ-Ecke-Special von Dubaro, da wurde mir auch schon einer zugeschickt. Also wenn ihr abonniert, habe ich da eher die Möglichkeit, weil ich dann sagen kann, hey, ich habe 6000 Abos, hättet ihr Interesse, das so und so, ne? Wäre ganz geil halt. Nun aber zum System. Wir starten wie immer zuerst mit dem Bild. Ja, das Bild, das ist halt absoluter Fake. Es ist absoluter Fake. Das Gehäuse stimmt. Allerdings die Grafikkarte, also ich bezweifle, dass sie eine Asus Strix verbauen. Es kann sein, es gibt sie als 3060, aber ich glaube nicht, dass sie die verbauen. Die Wasserkühlung stimmt nicht, der RAM-Speicher stimmt nicht. Das sind G-Skill Trident Z Neo, so wie die aussehen. Da haben wir noch einen ROG Full ATX-Board drin, das stimmt alles gar nicht. Das ist zumindest bei dem System, wie ich es jetzt hier ausgewählt habe, beziehungsweise wie es mir angeboten worden ist, nicht drin. Das ist immer das Schlimme dabei, das ist wie bei Hightech. Die Leute, die gucken sich das Bild an, denken sich, boah, geil, und kaufen das dann und kriegen dann so eine Rotzmöhre dahingestellt, falls sie auf RGB stehen. Und Wasserkühlung, wie gesagt, finde ich persönlich auch immer wichtig, ist da auch nicht drin. Ich muss dazu sagen, dieses System gibt es in abgewandelter Form direkt bei Systemtreff. Hier kostet er 1457,90 €. Und hier mit einem anderen Case für 1356, also ungefähr ein Hunni weniger. Das wird wahrscheinlich so ungefähr die Marge sein, die sich Amazon dann einsteckt. Wie gesagt, ist ein anderes Case. Bei dem CPU-Kühler bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil da wurde in den Kommentaren da geschrieben bei Amazon, dass es vielleicht auch einer von Silent sein könnte. Ist allgemein ein bisschen schwierig, weil bei dem Case, das scheinen so OEM-Dinger zu sein, die finde ich jetzt leider auf Mindfactory nicht. Ich habe da eben 6 Seiten durchgeguckt, also müssen wir da eine Alternative nehmen, aber dazu kommen wir jetzt. Wir scrollen jetzt direkt runter zu den technischen Daten, wobei eine Sache muss ich noch sagen. WLAN und Bluetooth gratis dazu. Das ist so ein kleiner Mini-Stick, der kostet im Endkundenmarkt 7,50 €, glaube ich, und der kostet dir im EK wahrscheinlich 5 € oder so. Aber gut, er ist dabei, will ich dazu sagen. Also Bluetooth und WLAN scheint bei jedem PC dabei zu sein. Wie da die Qualität ist, lasse ich hingestellt. So ein kleiner Stick ist nicht so geil. Am besten einen Stick nehmen mit externer Antenne oder PCI Express Erweiterungskarte, wovon ich immer spreche. Die sind meistens ein bisschen stärker. Was ich auch noch dazu sagen muss, bevor wir jetzt scrollen, tut mir leid, dass ich das jetzt so oft unterbreche, aber hier ist LibreOffice 7.2 Vollversion dabei. Ja, Vollversion, LibreOffice ist halt kostenlos. Deswegen, aber schön, dass es vorinstallieren, aber hat halt preislich überhaupt nichts zu tun. Deswegen fehlt es dann auch im Warenkorb. Jetzt gehen wir nochmal so richtig schön hier auf den Text ein, zumindest auf den ersten Punkt. Sie erhalten zu jeder Bestellung einen USB, Bluetooth und WLAN-Stick dazu. Ja, okay. Unseren Firmennamen haben wir ganz bewusst gewählt, denn hier treffen sich qualitätsbewusste Computerfans, die sich ein individuelles System zusammenstellen wollen. Hier bei uns im Systemtreff. Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden liegt im perfekten Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Ja, ihr mich auch. Da ist alles bestens aufeinander abgestimmt und kompatibel. Ja, kompatibel stimmt, abgestimmt. So, wir haben jetzt hier unten die Specs, ziemlich klein geschrieben, aber okay. Es ist ein Intel Core i9-11900KF 8x3,5 GHz. Das ist sozusagen das Topmodell aus der Rocket Lake Generation. Wir sind ja schon bei Alder Lake, bei der 12000er. Der ist nicht schlecht, der Prozessor. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, eine TDP von 125 Watt und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Zum Stream zocken super geeignet.
Nur weil es jetzt einer aus der älteren Generation ist, heißt das nicht, dass der scheiße ist. Ja, es gibt was Besseres. Bei dem Preispunkt will ich gar nicht behaupten, dass man da schon einen guten 12.000er kriegt. Vielleicht einen 12.411 oder 12.600 auch, ja. Das kommt drauf an, wo ihr schaut, aber dann müsst ihr vielleicht wieder Abstriche machen bei anderen Sachen wie Mainboard oder so. Ich wollte es nur dabei gesagt haben, also wie gesagt, guter Prozessor, gar keine Frage. Und der kostet 375,36 € bei Mindfactory. Bevor wir jetzt zum Thema Kühler kommen, da stand jetzt nicht dabei. Bei Systemtreff selber steht halt der Alpenföhn drin. Der hat eine TDP-Angabe von 140 Watt. Und das finde ich schon ziemlich hart. Weil ein 125 Watt Prozessor auf einem 140 Watt Tower Kühler ist halt so ein bisschen meh. Weil ihr müsst euch vorstellen, diese 125 Watt TDP, das ist die offizielle Intel-Angabe, die genehmigen sich auch gerne mehr. Mein Prozessor zum Beispiel hat eine TDP-Angabe von, glaube ich, 105 Watt und zieht sich 144. Das ist der 5800X von AMD. Deswegen, der ist sehr, sehr knapp bemessen. Finde ich nicht so geil. Wenn ihr damit jetzt wirklich rendert, beim Stream zum Beispiel, über den Prozessor, dann wird der auf jeden Fall zu warm. Vor allen Dingen in diesem Case, was hier drin ist. Da kommen wir aber gleich noch zu. Und der kostet 24,84 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 2666 MHz. Dazu springen wir kurz auf die Seite für einen Systemtreff. Es ist einfach nur so grüner RAM. Das ist noch niemals mehr ein AEGIS. Es ist einfach nur grüner RAM. Da ich da jetzt aber sowieso nicht genau sagen kann, welcher es ist, gehe ich jetzt einfach mal direkt auf den AEGIS. Als Info für euch, ich mag den AEGIS nicht. Wir haben viele Defekte davon jetzt gehabt, auch auf dem Discord-Community-Server. Ne? Also wie gesagt, join Discord, da habt ihr dann immer bei Fragestellungen direkt Hilfestellung, sofern die Berater halt gerade Zeit haben. 16 GB in der Preisklasse ist okay. 2666 MHz ist halt überhaupt nicht abgestimmt. Der Prozessor kann 3200 MHz, auch 3600 überhaupt kein Problem. Das ist dann halt so eine Art Overclocking, wenn man so will. 2666 ist viel zu wenig. Da kriegt ihr sogar schon FPS-Einbrüche. Also das finde ich schon hart. Immerhin ist es Dual-Channel. Das ist schon mal nicht schlecht. Und der kostet 54,68 € bei csvdirekt.de. Jetzt haben wir gerade gekonnt das Mainboard übersprungen. Das machen wir aber jetzt gerade mal. Das ist das B560M DS3H. Nur mal so, das K-Suffix bei dem Prozessor von Intel bedeutet, dass er übertaktbar ist. Das ist auf einem B560 Mainboard, vor allen Dingen auf diesem Micro-ATX-Ding, nicht möglich. Das kann allein schon die Spannungsversorgung bei dem Ding hier nicht ab. Die sind sowieso nicht gekühlt. Also von daher, also das ist schon hart. Es muss zumindest ein 590er Chipsatz sein. Und ja, der Prozessor kann seine ganze Power überhaupt nicht quasi darbieten. Vor allen Dingen, wenn ihr übertakten wollt. Das finde ich sehr, sehr schade. Also abgestimmt ist da überhaupt nichts. Es ist halt auch wieder Micro-ATX. Es ist so zum Kotzen. Die suggerieren ATX quasi auf dem Bild und ihr kriegt ein Micro-ATX. Das ist so ein kleines Board in so einem Case. Würde mich persönlich total ankotzen. Ihr kennt ja meine Einstellung, wer den Kanal kennt. Micro-ATX ist für mich was für Bürorechner. Oder eben Micro-ATX ein gutes in ein Micro-ATX-Case. Sieht dann auch gut aus. Wir haben hier keine gekühlten Spannungswandler. Finde ich immer sehr grenzwertig. Geht auf jeden Fall auf die Haltbarkeit. 4 RAM-Bänke immerhin. Dann könnt ihr hier die Grafikkarte einbauen. Hier kann eine SSD rein. Hier unten kann auch eine SSD rein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr diesen Slot noch benutzen. Ich glaube nicht, weil der Kühler der Grafikkarte ist überdeckt. Ansonsten könnt ihr da halt eine richtige PCI Express WLAN-Karte oder so anstecken oder eine Capture-Card. Das geht auch. Wir haben hier Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB Typ C haben wir mit dabei. 4 Grafikanschlüsse, VGA, DVI, DisplayPort und HDMI. Das ist halt, wie gesagt, eher so für Bürorechner. Wenn ihr einen Prozessor mit einer integrierten Grafikeinheit habt, könnt ihr das als Büro-PC quasi nehmen. Der braucht dann keine Grafikkarte. Hier könnt ihr die vergessen, weil der Prozessor sowieso keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr zieht das Bild dann über die Grafikkarte, über die 3060, die hier verbaut ist. Dann haben wir noch 2x USB 2.0 und PS-2 Anschluss. Also wie gesagt, das Board, das ist nichts. Das ist was für Bürorechner. Ich kann mich nur wiederholen. Also das gehört in so eine Gaming-Kiste nicht rein, finde ich. Auch bei diesem Preispunkt von fast 1.500 €. Und das kostet 93,80 € bei etec.at. Grafik, Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB. Wir nehmen jetzt hier einfach die Gainboard GeForce RTX 3060 Ghost. Warum? Weil wir einfach freie Hand haben. Wir wissen nicht, was wir genau kriegen. Wie gesagt, eine Asus Strix glaube ich nicht, dass sie die verbauen. Wenn sie es machen, ist geil. Aber glaube ich nicht. Der 12 GB. Das ist schon mehr als 8. Ich sage in meinen Videos immer, 8 finde ich sehr grenzwertig. So, sag ich mal, HD und WQHD ist noch in Ordnung. In 4K ist schwierig mit 8 GB. Wir kriegen bei Far Cry 6 auch schon teilweise Probleme, das hatten wir mal gesehen. Die 3060, ja, wie soll ich sie jetzt nennen? Einsteigerkarte ist schwierig. Das ist untere Mittelklasse, sage ich mal. Danach kommen noch die 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. Die AMD-Karten kommen auch noch. Es gibt auch eine 3050, die ist noch ein bisschen kleiner, klar. Ich sage mal unteres Mittelfeld. Könnt ihr euch selber so zurechtwurschteln, wie ihr lustig seid. Einige haben sich in den Kommentaren aufgeregt, warum ich zu dem und dem Mittelklasse sage. Ja, wie ihr wollt.
Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wir haben damit schon getestet, Far Cry 6 und so, das funktioniert, klar. Wenn ihr darüber dann auch noch rendert zum Stream, weil ihr den Prozessor nicht belasten wollt, auch schwierig. Also dann wird die schon gut belastet. Aber zum allgemeinen Zocken, vor allen Dingen auch für die ganz normalen E-Sports-Titel, reicht die dicke. Und die kostet 449 Euro bei Alternate. Festplatte, 1000 GB SSD, Windows und Programme sind auf der SSD installiert und starten blitzschnell. Jetzt war da unten so ein Kommentar bei Amazon, ist das normal, dass der PC 25 Sekunden zum Booten braucht? Und dann schreiben die, ja, das ist normal. 25 finde ich schon ziemlich krass, aber ich kann euch vielleicht sagen, woran es liegt. Die benutzen hier nämlich nicht irgendwie eine M.2 PCI Express 3.0 Karte oder so, sondern eine ganz normale SSD 1TB SATA 3. Das könnte ADATA, Crucial, Western Digital, SanDisk oder Intenso sein. Wir nehmen jetzt einfach mal die Crucial MX500 1TB. Die hat eine Lese- und Schreibrate von 560 MB und 510 MB die Sekunde. Ob das jetzt daran liegt, dass Windows etwas langsamer ist als über eine M.2, kann gut sein. 25 Sekunden finde ich trotzdem happig. Ich weiß auch nicht, was die noch an Bloatware da installieren. Vielleicht liegt es daran. Ich finde es schade, dass sie halt eine 2,5 Zöller nehmen und halt diese geringen Lese- und Schreibraten haben, weil die kostet halt 86,50 Euro und dafür kriegt ihr schon eine M.2, auch mit 1TB. Die dann 1500 MB die Sekunde lesen, schreiben hat ungefähr. Das ist einfach Resteverwertung. Das haben sie noch irgendwo im Regal liegen, das muss raus und dann wird das bei Amazon angeboten. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. Und die kostet, wie gesagt, 86,50 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch eine 2000 GB SATA 2 Festplatte. Ich denke, sie haben sich verschrieben. Es wird eine SATA 3 sein. Aber wir haben jetzt einfach mal die Seagate Barracuda genommen mit 2TB. Das ist in Ordnung zum Auslagern von Dateien. Für Spiele finde ich immer ein bisschen grenzwertig. Zum Beispiel GTA hat längere Ladezeiten oder Ghost Recon Wildlands, sage ich auch ganz oft in meinen Videos, als gegenüber einer SSD, wenn es darauf installiert, ne? Aber zum Auslagern 2TB finde ich okay auf dem Preispunkt. Ist nicht schlecht. Und die kostet 44,44 Euro bei Mindfactory. Das finde ich auch immer lustig, ne? Reichelt 1 Cent teurer. Hauptsache Mindfactory steht ganz oben. Das ist Hammer. Als Betriebssystem bekommen wir Windows 11 Pro. Wie ihr wisst, bin ich da noch kein Freund von. Macht gerne mal Probleme bei Spielen oder bei Treibern. Windows 11 empfehle ich höchstens bei der neueren Intel-Generation, sag ich mal, ab 12600K oder so. Weil da habt ihr die Efficiency- und Performance-Cores und da kommt Windows 11 besser mit klar als Windows 10. Ich wäre auf Windows 10 gegangen. Könnt ihr ja hinterher, wenn dann alles stabil läuft, sowieso auf Windows 11 upgraden kostenlos. Aber es ist halt mit dabei, warum nicht? Und das kostet 69,38 € bei SK Computer Alsdorf, bei meinem Partner deutlich günstiger. Ja, Office, wie gesagt, können wir getrost ignorieren, ist eh kostenfrei. Hier haben wir wieder Norton 360 Security mit Game Optimizer, ein Jahr Schutz für 3 Geräte. Danach kostet es Geld. Dann müsstet ihr es abonnieren, damit es weiterläuft. Ich finde, schmeißt es einfach runter. Die werden es vorinstallieren, schmeißt es runter, lasst den Windows Defender arbeiten, das passt schon so. Den WLAN-Stick, den haben wir auch in den Warenkorb gepackt. Nur damit ihr ihn doch mal seht, das wird so einer sein. Kostet 7,94 €, packen wir halt so rein. Was den Sound angeht, da gehen sie halt einfach nur auf das Mainboard ein. Das Gehäuse ist ein Systemtreff Gaming Tower Tank XLST601. Sollte es wirklich dieses Gehäuse sein, halte ich davon nicht allzu viel. Es scheint eine Glasscheibe zu haben, immerhin. Aber hier der Airflow, guckt euch mal die Lüftungsschlitze hier an. Ah, jetzt müsste ich meine Kamera verschieben, jetzt sieht man das nicht richtig. Aber guckt euch mal die Lüftungsschlitze an. Da ist nicht viel los. Und da hat er halt vorne diese 3 Lüfter drin, aber wo soll die Luft herkommen? Ne? Also es kann sein, dass das System da drin erstickt. Bei einer 3060 weiß ich nicht. Der CPU-Kühler wird auf jeden Fall gut arbeiten. Es steht halt auch nicht dabei, ob hinten dieser Lüfter noch mit dabei ist. Ich habe ihn jetzt halt weggelassen, weil er nicht aufgelistet ist. Eine Wasserkühlung ist hier eh nicht drin. Das ist schon muckelig, das Gehäuse. Ich glaube nicht, dass der Airflow da so gut ist. Wir nehmen jetzt als Vergleich einfach mal eins von Intertech, das A3401 Chevron Acrylfenster. Ja, es hat nur ein Plastikfenster, ja gut. Ich wollte auf den Preispunkt kommen. Mehr kann ich jetzt eh nicht dazu sagen. Und das kostet 53,13 Euro bei Mindfactory. Hier nochmal ein kleiner Einspieler aus dem Off. Ich habe das Gehäuse tatsächlich noch gefunden. Beziehungsweise Crytek, unser Community Manager. Wir haben das hier gefunden bei Geizhals. Hier stehen aber keine Daten dazu. Und das wird wirklich nur von Systemtreff angeboten. Wir schauen uns das mal auf eBay an. Das Lustige ist, es ist tatsächlich schon fast das gleiche Bild wie bei dem Produkt selber, also bei dem PC. Da wisst ihr, die benutzen das Bild überall. Die haben einmal eine geile Kiste gebaut mit hier Asus, ROG und so weiter und dann haben sie das Bild überall verwendet. Das kostet 110 Euro fast. Da kriegt ihr schon 500 DX von Be Quiet für. Also, oh nee. Nur mal zu dem Thema nochmal mit den Lüftern. Ja, es ist hinten ein Lüfter verbaut, das wird auch hier ganz klar angegeben. Was aber auch angegeben wird, über 10 Jahre IT-Erfahrung. Ja, das haben wir eben gemerkt, alles klar. Aber hier in den technischen Details steht es halt nochmal. Wir haben 3 RGB-Lüfter in der Front und einen hinten. Das heißt, der ist dabei. Könnt ihr hinterher noch 7, 8 Euro draufrechnen von mir aus. Mehr wert werden die nicht sein. Nur der Preispunkt war ja eh nicht das Thema. Bei diesem PC werdet ihr dann gleich noch sehen, wenn die Liste kommt. Viel Spaß weiterhin. Als Netzteil bekommen wir ein 700 Watt Netzteil mit 120 mm Lüfter. Sehr leise. Ja, das ist immer eine geile Aussage. Sehr leise. Und 82% Effizienz.
Nur damit ihr meinen Lacher gerade versteht, sehr leise. Ja, das bringt euch nichts, wenn das Netzteil wirklich leise ist und der CPU-Kühler abgeht bis zum geht nicht mehr. Aber gut, lassen wir es dahingestellt. Hier auf der Systemtreff-Seite haben wir ein 700 Watt Silence XP700 Performance C-Netzteil. Dementsprechend habe ich das auch genommen. Ich halte von Silence-Netzteilen nicht sonderlich viel. Hier, da haben wir auch diese 82%, das stimmt schon. Es hat noch nicht mal mehr eine Gold-Zertifizierung. Oder Bronze oder so. Es ist einfach nur ein Netzteil, dahingeworfen und fertig. Mit hier Ketchup-Senf-Kabeln, wie die genannt werden, ne? Auch nicht modular oder so. Das letzte Rotznetzteil würde ich in meinen PC niemals einbauen. Aber ich sehe gerade, das ist nicht ganz genau dieses Netzteil. Das hat nur 550, das bei denen hat 700. 700 Watt ist okay, ganz klare Sache. Aber das gibt es hier scheinbar nur irgendwie als 550. Ich packe es jetzt so in den Warenkorb, ja. Rechnet hinterher von mir aus 20 Euro drauf, wenn ihr möchtet. Der Preispunkt, das ist jetzt nicht das Thema hier. Das geht um die Konfiguration. Und das kostet 43,50 Euro bei Mindfactory. Was ich krass finde, die geben 3 Jahre Garantie. Das ist nicht selbstverständlich. 3 Jahre Garantie finde ich gut. Die meisten geben so 2 Jahre. Wie es hier jetzt mit Pickup und Return aussieht, weiß ich nicht. Ob der Postbote das dann bei euch abholt oder ob ihr es selber wegbringen müsst oder es ihm in die Hand drückt. Keine Ahnung. Ich habe da noch nie was bestellt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht. Und dann wären wir ja schon beim Endergebnis. Hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, dieser WLAN- und Bluetooth-Stick, der CPU-Kühler, das Gehäuse als Alternative, das Netzteil, wie gesagt, hat 550 Watt, das ist 700 eigentlich, rechnet von mir aus 20 Euro drauf, kein Problem. Windows 11 Pro haben wir noch mit dabei, für 1302,52 Euro, das System soll kosten, 1457,90 Euro. Rein vom Amazon-Preis her ist es in Ordnung. Ich sage ja bis 150 ungefähr, 200 teilweise bei größeren Systemen gehe ich mit, weil Mindfactory halt den Zusammenbau für 150 anbietet. Eine Alternative werdet ihr auf jeden Fall finden bei Dubaro, Krotus oder sonst wo, völlig wurscht. Die Konfiguration ist hier halt Schrott. Preis-leistungstechnisch ja, von mir aus, aber die Konfiguration, dieser RAM, diese SSD irgendwo hinten aus dem letzten Regal gefischt, nee, absolut nicht. Gucken wir uns den Preispunkt hier an, dann seid ihr bei 1356. Ja, das ist dann in Ordnung. Gar keine Frage. Aber die Konfiguration ist halt Mist und diese vollmundigen Versprechen da auf diesem Werbetext von Amazon. Was soll das? Zur Erinnerung, die schreiben hier halt, die hohe Zufriedenheit unserer Kunden liegt im perfekten Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Nein. Da ist alles bestens aufeinander abgestimmt. Nein. Und kompatibel. Ja, von mir aus. Und direkt darunter kommt halt dieser Prozessor und der RAM mit seinen 2666 MHz. Wo fischen die das her? Wann haben die Sachen eingekauft? Finde ich krass. Und ich hatte schon öfters Amazon-PCs. Lass die Finger davon. Amazon-PCs sind meistens Schrott. Ich habe mir jetzt nicht alle angeguckt, Amazon ist riesig. Aber die ich mir angeguckt habe, sind meistens Schrott. Das sind irgendwelche Restbestände, die werden zusammengeknüppelt bei Amazon hingestellt. Da scheißen die dann auch drauf, wenn Amazon 100 Euro oder so abkriegt. Und dann sind die Dinger weg. Das ist halt immer so das Problem dabei. Die Leute gucken dann schnell bei Amazon, wollen eine Gaming-Kiste noch schnell zu Weihnachten, steht Prime dran. Also Weihnachten ist noch eine Weile hin, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann holen sie sich das. Nein, lasst es. Lasst es einfach sein. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal. Joint unseren Discord, falls ihr noch Fragen habt. Bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.